Guten Tag Forever. Heute begrüße ich für mein Interview Christine Schober. Hallo. Herzlich willkommen in Salzburg. Wunderschöne ja, Salzburg ein hier. Wunderschönes Salzburg. Ich liebe Salzburg. Ich auch. Christine, herzlichen Glückwunsch für deinen neuen Sapphire. Dankeschön. Toll gemacht, wirklich. Harte ja. Arbeit. Ja, ständige Arbeit. Christine, gibt es eine ideale Voraussetzung, um mit Forever erfolgreich zu sein? Es gibt eigentlich viele gute Voraussetzungen. Ich bin ja Physiotherapeutin und ich bin immer sozusagen der Traum von jedem Sponsor oder unserer Berufsgruppe. Aber ich denke, es ist besser nicht zu schauen, was der vom Beruf ist und ob der gut verkaufen kann oder sonst irgendwas. Aber ich denke, es wichtiger ist es, dass man mit Forever-Produkten in Kontakt kommt und merkt, was die alles können. Und wenn man, so wie ich es vor 14 Jahren kennengelernt hat, ich war sehr erschöpft, ich war sehr erfolgreich, also bei mir war nicht das Geld das Thema, das mich in dieses Geschäft gezogen hat, aber ich war von meiner vielen Arbeit war ich eigentlich erschöpft. Und ich bin der Klassiker von, und wie alle anderen auch, halt über das Produkt zum Geschäft gekommen. Ja? Und mein Sponsor hat gesehen, die braucht zuerst einmal Kraft. Und genau das wollte ich eigentlich auch bei den anderen, bei meinen Kunden erzielen, dass sie sich genauso wohlfühlen wie ich. Also ich finde immer, wichtig ist es zu schauen, wer mit welcher Kraft zu etwas kommt. Und so bin ich zu Aloe und zu Forever gekommen. Sehr interessant, wollte ich sagen. Ja. Jetzt so erfolgreich, viele Jahre bei Forever, da stellt sich natürlich die Frage, welche sind die wichtigen Elemente, denen du gefolgt bist, um dein Geschäft so erfolgreich aufzubauen? Ich habe viel nachgedacht über mein Warum. Warum mache ich das? Ich bin als Unternehmerin sozusagen auf die Welt gekommen. Mein Großvater war Unternehmer. Ich bin in einer Unternehmersfamilie groß geworden. Habe dieses Geschäft sozusagen auch schon kennengelernt, dass man selbstständig arbeitet, seine Ziele formuliert, seine Pläne macht, also alles das habe ich sozusagen mitgebracht und ich vermisse das bei vielen von den Leuten, die ich jetzt sehe, weil die brauchen sehr viel Coaching zum Beispiel auch, damit sie ihre Ziele, die sie zwar formulieren können, aber nicht wissen, wie kann ich dann diese Ziele auch wirklich umsetzen, dass sich das auch zeigt und dass sich dieses Durchhaltevermögen auch wirklich auszahlt. Weil ich glaube, in diesem Geschäft ist es wichtig, dass man auch ein gutes Durchhaltevermögen hat und dass man sieht, wie lange man eigentlich auch aufbauen muss, dass das nicht so ein Gewinnspiel ist, sondern dass das auch ein Aufbauen ist und ein Miteinanderarbeiten ist. Also ich bin ja, was ich gelernt habe, ist zum Beispiel, ich war immer eine One-Woman-Show. Ich war immer alleine unterwegs. Und ich habe alle meine Ziele sozusagen immer alleine geschafft. Das, was mir mein Team jetzt gerade lernt, ist, im Team zu arbeiten und ein Wir-Gefühl zu haben. Und das ist fantastisch. Das ist sehr interessant, was du gesagt hast, das Thema Team natürlich, zusammen. Jetzt machen wir doch das Beispiel, jemand, der neu beginnt, der sich zum ersten Mal Forever nähert, der weiß ja oft nicht, wie schnell soll es gehen, welche Ziele muss ich mir vorgeben. Und was ist deine Erfahrung, die du bis jetzt gemacht hast? Was sind deine Tipps, die du einer neuen Person gerne geben möchtest? Also meine Tipps sind vor allem an alle Sponsoren zuerst einmal. Wir sind natürlich hoch motiviert. Wir sehen sofort, was in dem Neuen drinnen stecken kann. Aber der Neue sieht das noch nicht bei sich. Und daher ist es, glaube ich, auch wichtig, mit unserer Downline so zu arbeiten, dass sie schön langsam ihre wissen, wo ihre Stärken liegen und dass man das herausarbeitet. Und das, was ich bei Forever immer wieder nur sehe, ist, jeder hat seinen Platz. Und das ist das, was mir meine Freiheit in diesem Geschäft ermöglicht, alle meine Talente sozusagen auszuleben. Und es wird mir nichts vorgegeben. Es gibt Unternehmensrichtlinien, nach denen ich mich halte. Aber wie ich es mache, also da... Ich sage immer, wir sind die Gruppe anders. Wir wollen sehr viel Wissen haben über Produkte. Wir wollen alle unsere Fragen beantwortet haben. Das ist anderen Gruppen wiederum gar nicht so wichtig. Und da, finde ich, hat jeder wirklich seinen Platz und das finde ich wahnsinnig schön.
Und genau das gebe ich auch den Neuen immer wieder weiter. Das herauszufinden, warum ich es mache und wie, auf welche eigene, authentische Art und Weise man sein Geschäft macht, um dann wirklich auch erfolgreich zu sein. Und erfolgreich kann eigentlich in diesem Geschäft wirklich, wirklich jeder sein. Christine, du hast mir das vorerzählt und ich finde, diese Geschichte von Dambos sagt eigentlich sehr viel von dem, was du bist, von dem, was du gemacht hast mit Forever. Willst du das nicht kurz erzählen? Ich will gerne die Geschichte erzählen, weil bei mir ist es immer so, dass man eigentlich nie genau weiß, was ich mache. Oder auch immer noch geschaut hat, aha, was macht sie und was hat sie jetzt, und auf einmal ist sie jetzt schon wieder Sapphire und wo hat sie denn auf einmal diese Manager her? Und da erzähle ich immer die Geschichte vom Bambus. Und zwar, es gibt eine seltene Bambusart in China und man setzt den Samen und wartet ein Jahr lang und es passiert gar nichts. Und es passiert im zweiten Jahr noch immer nichts und im dritten Jahr noch immer nichts. Und im vierten Jahr, wo man schon fast, wo viele aufgeben, ist noch immer nichts da. Und im fünften Jahr, auf einmal schießt dieser Bambus 12 Meter in die Höhe. Und der einzige Grund, warum er das schafft und warum er diese Länge überhaupt aushält, ist, weil er so viele Wurzeln geschaffen hat, dass diese die Nährstoffe tragen und dass dieses Netzwerk sozusagen auch diese Kraft auf einmal möglich macht. Und ich finde, das ist die schönste Geschichte, die man eigentlich auch für unser Geschäft und für unser Business im Forever-Netzwerk sozusagen haben kann. Ich bin jetzt Sapphire Manager, aber ich bin der Bambus von Forever. Das ist wunderschön und ich denke, das ist der perfekte Abschluss. Vielen Dank für das Interview, viel Erfolg. Danke. Das war's aus Salzburg. Tschüss. Tschüss.